Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und diese Woche starten wir wieder rein in die UEFA Topspiele und ich zeige euch da wie immer einen günstigen Lösungsweg. Wir bezahlen ca. 22.000 bis 25.000 Coins. Natürlich immer abhängig auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Ansonsten als Tipp, wartet vielleicht noch bis zu den Rewards, dann spart ihr nochmal einige 1.000 Coins ein. Ansonsten, wir bekommen hier Packs im Wert von 65.000 Coins und das Ganze ist sogar tradable, das heißt wir können jedes Item und jeden Spieler zu Coins machen. Okay, jetzt schauen wir uns die Top-Partien an. Und die sehen wie folgt aus: Liverpool, Real Madrid, Paris gegen Bayern. Da wissen wir ja leider schon das Ergebnis. Nichtsdestotrotz werden wir uns diese SBCs mal genauer anschauen und lösen. Okay, folgende Partie: Liverpool, Real Madrid mit den Bedingungen, dass wir hier einen Spieler von Real Madrid oder Liverpool benötigen. Hier haben wir Mariano gewählt. Vereine, aber ihr könnt auch jeden beliebigen anderen, ich glaube, 76 bewertet müsste er mindestens sein. Dann passt das von der Bewertung her. Habt ihr vielleicht noch einen anderen im Verein, dann könnt ihr diesen auch natürlich auf dieser Position hinsetzen. Entweder von Liverpool oder Real Madrid. Vereine mindestens 4, Spieler aus derselben Nationalität, Region mindestens 5, UEFA Champions League häufig oder selten Spieler mindestens einen. Teamgesamtbewertung 79, Teamchemie 80 und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze 7 Tage, also eine Woche nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen. Dann folgen hoffentlich die neuen, aber ich glaube erstmal haben wir ein bisschen Pause, dann sind die Viertelfinalspiele durch. Und dann können wir mal sehen, was uns nächste Woche erwartet. Ansonsten, wir gehen jetzt hier einmal fix durch. Let's go! Und damit haben wir die erste SBC gelöst und ja, er bietet euch die Spieler auf jeden Fall. Ich habe es nicht gemacht und ich kann es auch nicht machen, denn ich bin immer noch unassigned. Also ich habe Spieler über meiner Transferliste hinaus, genau so. Und deswegen kann ich mir keine Spieler mehr erbieten, da sie einfach hinten dran folgen. Und ja, da ich unassigned bin, komme ich dann nicht mehr an die Spieler ran. Deswegen muss ich die per Sofortkauf mir erwerben und ja, deswegen macht es ein bisschen teurer. Ihr könnt natürlich ein paar Coins noch einsparen, abgeben werden wir es gleich. Nicht, dass ich hier ein Duplikat drin habe und dann muss ich wieder suchen, welchen Spieler ich überhaupt hatte. Und jetzt haben wir die Partie Paris gegen FC Bayern. War ein spannendes Spiel. Ja, ich hätte es natürlich der deutschen Mannschaft gegönnt, aber nichtsdestotrotz, hier war es dann vorbei. Leider, leider. Und hier benötigen wir entweder einen Spieler von Paris oder von den Bayern. Und hier haben wir Danilo gewählt. Aufgrund des Ratings habt ihr vielleicht einen Bayern-Spieler 82 plus. Sollte aber auch ein bisschen defensiver sein. Entweder ein Innenverteidiger oder ein ZDM. Außenverteidiger geht natürlich auch klar. Dann passt das auch. Aber mindestens 82 bewertet. Nationalitätenregion Max 7. Spieler aus derselben Liga. Mindestens 4 UEFA Champions League. Selten. Mindestens einen Spieler. Teamgesamtbewertung 80 und Teamchemie 85 und zu den Champions League seltenen Spieler. Natürlich könnt ihr auch einen Danilo in der Champions League Version euch kaufen, dann braucht ihr den Buffon in der Version nicht mehr oder auch einen Ramsey und Konsorten. Okay, und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go.
Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Jetzt nehmen wir uns natürlich noch die schönen Packs mit, hier das 25er. Ja, jetzt habe ich schon über 201 Packs, aber damit wollte ich jetzt natürlich nicht flexen und auch nicht mit meinem Team. Wieso ist jetzt hier mein Team drin? Okay, da muss ich einmal kurz rausgehen. Ich hatte schon mal so einen Bug. Da hatte ich schon mal richtig Panik, dass ich hier irgendwie mein Team in eine SBC packe. Und zum Glück tue ich das hier nicht. Ich gebe das mal ganz vorsichtig ab. Ich habe es ja auf Video. Und wenn mich EA hier erstmal richtig laxen will, dann, ja, dann können die wahrscheinlich auch nichts tun. Aber dennoch, jetzt geht's. Und wir haben alles abgegeben. Und damit sind wir auch schon durch. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Viele von euch warten ja schon drauf. Und wenn ihr mich unterstützen würdet, einfach diesem Video einen Like nach oben gibt. Das würde mich auf jeden Fall sehr motivieren, da auch zukünftig relativ schnell euch neue Videos zu machen. Und falls ihr zukünftige Videos nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.